neue Runde Conquest. Wir starten direkt rein ins Spiel in dem Wald der Argonnen. Also wir sind in, ich glaube, in Frankreich, im Osten Frankreichs. Und wir sind in einem sehr schönen Waldgebiet. Es könnte auch der Waldmond Endor sein aus Battlefront. Grafisch haben sie sich da nicht so viel Neues ausgedacht. Sie haben einfach Endor genommen und ein paar Schützengräben reingegraben. Ja, Gräben gegraben, so sagt man das. Die Karte habe ich auch schon mal gespielt, war aber sehr unerfolgreich. Ich habe die mit diesem Brieftaubenmodus gespielt, von dem ich euch letzte... Oh, guck mal, Level 8. Von dem ich euch letzte Folge erzählt habe, da am Ende, dass es den auch noch gibt. Also neben Operations gibt es eben auch noch den Brieftaubenmodus und Team Deathmatch gibt es auch noch, aber das, finde ich nicht so wichtig für Battlefield. Werde ich vielleicht mal ausprobieren, aber es ist halt Deathmatch. Wir wissen alle, was das ist und wir wissen auch alle, dass es nicht wirklich Battlefield jetzt ausmacht, Deathmatch zu spielen. Genau, und dieser Brieftaubenmodus, den habe ich halt hier gespielt. Und das war eher so mittelmäßig erfolgreich. Dann haben wir, glaube ich, relativ haushoch verloren. Das war aber außerhalb der Aufnahme, deswegen habe ich keinen Beweis dafür, dass ich scheiße war. Den Beweis erbringe ich natürlich... Oh, jetzt. Ich habe noch zwei Gegner markiert. Nee, habe ich nicht. Scheiße. Ich dachte, ich hätte... Da liegt einer. Ja, Wald der Argonnen, das war einer der Gründe, warum es nicht so erfolgreich war, tatsächlich. Also es könnte sein, dass wir jetzt hier nicht so krass ownen wie in der letzten Folge. Das letzte Mal Conquest. Weil hier echt viele Verstecke sind, so zwischen den Büschen und Bäumen. Und es gibt auch sehr viele Wege. Also ich habe das noch nicht... 100% geschaut, wo hier überall Leute rumliegen können, und hier gerade so zwischen diesem ganzen Moos und so, ist es echt schwer teilweise zu erkennen, wo da mal Gegner sind. Also ich bezweifle, dass ich jemals wirklich gut erkennen werde, wo ich hier lang kann und wo hier Gegner sind. Zum Beispiel sowas, ich meine, der konnte mich jetzt nicht sehen, ich war wirklich komplett woanders. Die Granate kam jetzt auch von sonst wo über die halbe Map geschmissen. Und ich kugel nochmal in irgendeine Kuhle. Naja, wie es halt so sein soll. So, ich spiele weiter in Sanitäter. Ich möchte jetzt gerade den Sanitäter ein bisschen hochleveln. Und wisst ihr was? Fuck it. Ich spiele den Sanitäter halt auch einfach wirklich gerne. Mir macht der Spaß. Ich mag auch die Waffe gerne. Hoppa. Erstmal die Gasmaske auf. Hier, Mann, Erste Hilfe. Hier, Erste Hilfe. So, wo sind denn die Gegner jetzt? Die schmeißen ja jetzt hier wirklich wie wild mit ihrem Scheiß um sich. Überall Granaten. Der Wald ist ganz nett, weil man hier wirklich überall irgendwie hochklettern kann und so. Aber dann sitzt halt auch überall direkt neben dir einer und du siehst sie nicht. Hinter irgendwelchen Blättern und so. Naja, gut. Aber Punkte sammelt man trotzdem ganz gut, wenn man hier schön mitspielt und so ein bisschen seine Rolle auch ausspielt. Okay. Wo gehen wir hin? Ich gehe dahin und dann kann ich B mit verteidigen. Das wäre mir recht wichtig. Leute, was ist denn da los? Wieso? Ja! Mach doch nicht die scheiß Tür wieder zu, ihr Spackos. Und du machst jetzt nicht die Tür wieder auf. Erste Hilfe, greif zu, Mann! Na, mach auf! Können wir nicht? Sind die verbarrikadiert oder was? Oh, stehen die alle vor der Tür wie die Deppen. Dann lauf doch außen rum. Kann nicht so schwer sein. Und A nehmen sie uns jetzt auch noch weg. Okay, das läuft jetzt gerade gar nicht gut. Ich bin da absolut dagegen. Scheiße, wo war denn der? Okay, direkt vor mir. Aber den haben meine Kameraden fertig gemacht. Das heißt, ich bin gerecht. Ich wurde avenged. Avengers? Ich finde das Wort immer schwierig. Ich glaube, das Wort findet jeder Deutsche schwierig. Wahrscheinlich findet sogar der ein oder andere Amerikaner schwierig. Wieso durfte ich denn jetzt nicht beim Punkt direkt einsteigen? Das wissen sie doch selber nicht, warum sie mich jetzt hier hinten abgesetzt haben. Wir verlieren Einsatzziel Albert. Okay,
Was? Wo? Oh Mann, ey, dieser Wald. Der geht mir gewaltig auf den Sack. Also ich weiß schon, dass das nicht meine Lieblingskarte sein wird. Ich finde den echt unübersichtlich. Also, das mag jetzt auch einfach an meinem Lack of Skill liegen. Möglich. Aber ich finde das echt schwer, da zu sehen, wo ich bin und wo ich... Keine Ahnung, wo was ist und so. Vor allem, wo die Gegner sind. Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. Ich sehe mir die Wunde an. Okay, ein wiederbelebt. Wir haben Einsatzziel Mann! Und ich schieße noch direkt auf ihn, aber leider ein bisschen zu niedrig. Hat nicht ganz für einen Headshot gereicht. Und meine Kameraden sind leider auch zu doof, um den Punkt alleine irgendwie... Na gut, wenigstens haben sie den einen Typen noch umgebracht, der mich getötet hat. Aber den Punkt können wir trotzdem nicht halten. Na dann lasst uns doch die Punkte von hier hinten nehmen. Wie wäre es denn dann, wenn wir uns mal hier um C kümmern? Der ist doch hier direkt nebenan. Okay, man darf nicht unter der Brücke stehen. Okay, das ist auch interessant. Man muss tatsächlich auf die Brücke. Und hier sind doch garantiert jetzt wieder Gegner ohne Ende. Na gut, wenigstens hole ich mir ein paar Punkte, solange ich hier liege. Wir haben Einsatzziel Emil. Mir wäre es halt sehr lieb, wenn in die andere Richtung auch noch wenigstens zwei Leute... Ja, das war klar. Ja. Gut, konnte ich jetzt nichts machen. Es war jetzt nicht darauf ausgelegt, dass ich da irgendwie Leute sehe, wir die so weit weg sind. Einsatzziel David verloren. Ach, schade. Ich dachte, der Typ da, der da lag, der kann das noch ein bisschen verteidigen, aber das hat leider nicht geklappt. Na gut. Aber immerhin konnten wir ihnen den Punkt so ein bisschen abspenstig machen. Ich gehe mal zu meinem Squad. Man soll ja immer bei seinem Squad bleiben. Das ist, glaube ich, recht wichtig bei dem Spiel. Also wenn ich, allein schon, dass ich mich hier so einmal um mich selbst drehen kann und überall können Gegner herkommen. Und es ist absolut unklar, wo es weitergeht, wo die Front ist. Daran sieht man schon, dass es echt eine schwierige Map ist. Wir verlieren Einsatzziel Emil. Erste Hilfe! Ich hoffe, das Zeug nützt was. So, die sind alle geheilt. Ich will nur gucken, dass ich meine Leute schön heile. Ah, wo gehen wir denn jetzt hin? Die verlieren eh. Dann bleib ich jetzt vielleicht mal kurz hier und versuche das ein bisschen im Auge zu behalten hier. Wir haben Einsatzziel. Ah, so richtig gewinnen tun wir hier sowieso nicht. Ach, Mann. Die ganze Zeit Angst, dass hier irgendwie gleich Gegner um die Ecke kommen, aber okay, A holen wir uns auch gerade. Gut. A ist wieder auf der anderen Seite, wo wir angefangen haben. Jetzt müssen wir nur noch E und D halten. C wollt ihr erobern. Mann! Ja, das waren ein bisschen zu viele. Ich habe auf den da hinten geschossen und hier kamen zwei über mich rüber, die was wollten. Und zwar wollten sie mich tot sehen. Gut. Das ist vielleicht doch keine so schlechte Idee, C einzunehmen. Denn das verlieren wir hier gerade. Na, A verlieren wir auch wieder. Okay, also irgendwie sind die uns... Sind die echt nicht so schlecht gerade. Ach, da war noch einer hinten. Shit. Ich habe ihn noch gesehen. Ich wollte dann wieder zurück. Ach, sehr gut. Danke, danke, danke. Danke dafür. Rache an mir selbst. Wir verlieren Rache für mich selbst. Nicht an mir selbst. Quatsch mit Soße. Verbündeter Panzerzug unterwegs. Stehe ich drauf. Panzerzüge sind hammergeil. Finde ich fast besser als Schiffe und so. Aber der Zug ist irgendwie cool. Der fährt halt eine vorgegebene Strecke. Und dabei kann man ihn halt bemannen und auf... Gegner ballern. Das finde ich eigentlich ganz, ganz nice gemacht. Ich weiß eigentlich nicht, wo hier auf dieser total bewaldeten Umgebung
der Zug langkommt. Schön und gut. So, muss ich mich mal selber loben. Panzerzug ist eingetroffen. Panzerzug ist eingetroffen. Wo sind die denn hin? Da hinten. In den Bunker. So, gemessert. Gemessert. Tschüssikowski. Sehr schön. So. Mal zwei Leute gemessert. Das macht Spaß. Das ist schön. Ja, einen noch erschossen. Und kommt hier noch einer. So, wir haben leider momentan nur einen Punkt erobert. Das heißt, es nützt uns momentan nicht viel, dass wir diesen Zug haben. Wo ist der denn? Der ist mittig auf der Karte. Der ist gerade bei C. Also eigentlich könnte uns das sogar was bringen. Den kann ich jetzt leider nicht wiederbeleben. Fuck. Ist er einmal um den Bunker rumgelaufen. Naja, gut. Ah, frack. Frackety frack frack. Aber ich finde, ich habe mich da ganz gut gehalten. Zwei Leute gemessert, einen erschossen. Das ist schon ganz okay. So. Ich steige wieder bei D ein. In der Hoffnung, dass ich da vielleicht noch was retten kann. Vielleicht wieder mit der alten Messertaktik, aber wahrscheinlich nicht, ne? Ich gehe jetzt auch mal außen rum. Hier, erste Hilfe. Was bombardiert uns denn da so krass? Das ist schon relativ heftig. Handlungsbefehl ausgeführt. Tschüss. Erste Hilfe, nimm schon! Wir haben Einsatz. Ach, wenn. Da hatte ich noch die Spritze in der Hand. Das war. Ich hab abgedrückt, weil ich dachte, das wird was. Aber. Mann, toll! Wiederbelebt, nur um danach ermordet zu werden. Könnt ihr mich wiederbeleben? Hallo, ist hier irgendwer? Irgendjemand? Halbzeit. Der Feind hat die Oberhand. Der Feind hat die Oberhand. Ich will mal auf den Panzerzug. Wobei, wir haben doch gerade mehr Punkte. Also eigentlich müssen wir die nur verteidigen. Ich mal kurz. Wir holen uns gerade auch noch B, das heißt, es geht gerade ganz gut voran. Ich will aber euch mal den Panzerzug zeigen, wenigstens. So, wir sind jetzt hier auf dem Zug. Der fährt dann von alleine so ganz langsam über die Map. Da kann man hier so ein bisschen ballern. Natürlich kann der Zug auch beschädigt werden, also man kann die einzelnen Abteile sozusagen zerstören, also die einzelnen Kanonen. So, habe ich sogar mal einen erledigt mit dem Zug. Gibt es eigentlich für Zugfahrer eine eigene Klasse? Für Schaffner, Lokführer. Bin ich ja gar nicht. Ich bin ja nur Schütze im Zug. Kann man hier auch noch wechseln? Nee. Okay, also ich kann mir nicht auf dem Zug noch aussuchen, wo ich hin möchte. Aber die sind doch alle besetzt, deswegen. Also wahrscheinlich kann ich es mir doch aussuchen, aber naja. Der Zug fährt auf jeden Fall jetzt hier langsam über die Map und wir müssen halt gucken, dass wir damit irgendwas machen, was Sinnvolles. Wir haben momentan 3 Punkte, das ist ganz gut. Wenn wir die jetzt verteidigen, dann haben wir da auf jeden Fall was von. Kann man eigentlich auch Bäume zerschießen? Ich will Bäume zerschießen. Nee. Also die Bäume scheinen recht stabil zu sein. So, jetzt fährt der Zug wieder in die andere Richtung. Ah, ich habe sogar mal einen getroffen. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber getroffen. So. Ah, den habe ich erwischt. Okay.
Okay, jetzt fahren wir wieder zu C. Das wird gerade so ein bisschen eingenommen. Beziehungsweise wir können es jetzt wieder einnehmen, weil wir da sind. Da unten ist einer. Da ist einer. Nein, habe ich nicht erwischt. Der lebt noch. Komm schon. Ja, jetzt ist er tot. Geil. Ja, das Problem ist, dass man natürlich den Zug eben nicht steuern kann. Der fährt halt immer hin und her. Aber man kann das ja nutzen, sozusagen, wo er gerade ist. Das ist schon ein recht mächtiges Ding. Also wir liegen zwar immer noch 140 Punkte zurück, aber ich denke, wir haben es zum Teil auch dem Zug zu verdanken, dass wir hier so ein paar Fortschritte machen. Gut, unser Vorderer F2-Typ ist jetzt gerade nicht mehr am Start. Wir bräuchten mal einen neuen Panzerzugschützen. Der Zug wird auch gerade mächtig behagt. Nur noch 39 Leben. Ich weiß gar nicht, ob man den auch reparieren kann. Ich bin ja Sunny, ich kann den ja sowieso nicht reparieren. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Okay, jetzt haben wir... Nee, wir haben leider nicht vier. Ich dachte, wir haben vier Einsatzziele. Okay, wieder an C ran. Hin und wieder einfach mal ein paar Schuss irgendwo zu einem der Flankenpunkte hinfeuern. In der Hoffnung, dass das... bei B sind Leute. Wir haben Einsatzziel C haben wir geholt. Aber B haben wir verloren. Gut. Okay, ich hol mal B. In der Nähe deiner Position ist eine... Vorsicht, Jungs, ich werfe eine Granate! Fuck, fuck, da muss er nachladen. Ach Gott. Immer im falschen Moment. Ja, da konnte ich jetzt auch nicht mehr wirklich in Deckung gehen. Ich hätte mich jetzt vielleicht noch mit Y hinwerfen können. Also man kann ja sich auch hinlegen. Mache ich nur sehr selten. Aber es hätte jetzt, glaube ich, auch für einen Bajonettansturm nicht mehr gereicht. Also... Gut, wir haben jetzt gerade relativ viele Punkte. Das ist ganz gut. Dadurch kommen wir ein bisschen ran an die Gegner. 120 zu 650, das sieht doch schon ganz gut aus. Ich habe keine Ahnung, wo der Gegner ist. Hier war doch eben einer. Bin ich an dem jetzt vorbeigerannt? Irgendwie schon, ne? Kind of. Ich sehe mir die Wunde mal an. So. Braucht jemand erste Hilfe? Tschüss. Okay, hier sind aber noch mehr. Hier sind noch Gegner. Aber wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die Gegner? So, wir holen gerade eh... Ah, ich muss hier drin stehen im Kreis. Scheiße, jetzt sind hier genauso viele... Gegner wie Freunde. Wo ist denn der? Scheiße. Hier ist irgendwo ein Sniper. Scheiße. Hier sind mehr Gegner. Fuck. Ey, es war so klar, dass die irgendwo von allen Richtungen jetzt gleich kommen, weil ich hier echt alleine war. Fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so geil, dass jetzt niemand mehr hier war. Von meinen lieben Teamkameraden. Danke, ihr Arschlöcher. Na? Nee, das wird nichts. Okay, schade. Aber ich kann hier hinten wieder einsteigen, direkt bei meinem... Gott, guck mal gerade. Erste Hilfe, nimm schon. Erste Hilfe, greif zu. Fuck, fuck, fuck. Für dich kommt. Ach, Mann. Okay. Da sitzt immer noch einer. Also da hinten im Wald zu sitzen, ist scheinbar eine angemessene Strategie an der Stelle. Weil da habe ich jetzt auch echt nicht hingeguckt. Da hat, glaube ich, keiner hingeguckt. Hätte man vielleicht machen sollen. Den Zug haben wir nicht mehr, ne? So, wir haben auch nur noch zwei Punkte. Wir holen uns D gerade zurück. B ist echt blöd einzunehmen. Ich glaube, ich würde mal versuchen...
Doch, den Zug haben wir noch. Der steht ja jetzt im Wald. Aber ich weiß nicht, ob der noch so besetzt ist. Guck ich gleich mal, wenn ich wieder gestorben bin. Hier! Erste Hilfe für dich! Hey du! Du kannst, kann ich schon lange. Erste Hilfe! Ach, den kann ich nicht wiederbeleben. Der war komplett tot, leider. Hier ist schon wieder Giftgas, da will ich natürlich nicht langlaufen, wenn es nicht sein muss. Fuck, ey, ich hasse das. Wir haben Einsatzziel. Wenn ich die Leute immer auf ein Viertel runterschieße und sie mich dann doch noch irgendwie erwischen. Kann mich einer wieder... Das war übrigens der Sunny, der da gerade über meiner Leiche gestorben ist. Und das war der andere Sunny, der da hinten auf der anderen Seite gestorben ist. Ah, Mann, ey. Gut, gut, gut. Wir liegen 100 Punkte zurück. Wir haben 4 von den Dingern. Und es ist nicht so schön, dass wir jetzt hier schon wieder B verlieren. Ja, klar. Das hätte ich wissen können, dass da einer in der Ecke liegt, der jetzt tot ist. Danke dafür. Komm, 2 Meter. Belebt mich wieder. Danke. Hier, erste Hilfe. Wir haben Einsatzziel David verloren. Ja, aber wir haben B zurückgeholt. Dem Zug geht's, glaube ich, nicht mehr so gut. Also wenn ich da oben die Leiste, diesen Kreis um den Zug rum, das Symbol, richtig deute, dann heißt das, glaube ich, der Zug ist eher so halbtot. Und mit halbtot meine ich, er hat noch 5%. Das heißt, auf den sollten wir uns nicht mehr verlassen. Wir liegen knapp 100 Punkte zurück. Wir haben aber, glaube ich, nochmal ganz gut aufgeholt. Ich sage jetzt nicht, dass wir das schaffen können. Vor allem nicht auf der Karte hier, die ich jetzt wirklich schwer finde, wie ich schon gesagt habe, mehrmals. Ich wiederhole mich. Aber ich bin recht stolz auf uns. Also wir lagen deutlich weiter schon zurück. Haben doch nochmal eine Menge rausgeholt. Giftgas. Scheiße. Aber ich habe noch ein bisschen sie fertig geballert. 17 Kills habe ich gemacht. Ich bin Sunny. Ich bin Sunny und habe mehr Menschen getötet als die meisten Massenmörder. Das ist Battlefield, meine Freunde. Das ist Battlefield. Es dauert hier tatsächlich ein bisschen länger als das letzte Mal. Letzte Folge ging der Sieg, glaube ich, schneller. Da waren wir nach 20 Minuten schon durch. Aber da haben wir es sozusagen die Gegner uns auch nicht so schwer gemacht. Wie wir es jetzt den Gegnern machen. Ich habe das Gefühl, wir leisten ganz guten Widerstand. Das war jetzt eigentlich blöd. Ich habe aber auch nichts mehr gesehen wegen des Giftgases. Giftgas ist nämlich keine schöne Sache. Merkt euch das, Kinder. Komm, lebt mich wieder. Ja. Danke, danke. Ah, Giftgas war schon abgeklungen. Mann, ich bin gerade wiederbelebt worden und selbst dann schaffe ich es nicht, den zu ermorden. Aber er wurde noch. Gut, alles gut. Ich bin immer glücklich, wenn ich gerecht wurde. Dann ist alles gut. Dann ist alles schön. So, wir holen gerade alle Punkte. Das ist cool. Wo kam das denn jetzt her? Wie haben die mich gesehen? Der hat mich gesehen. Guter Mann. Dann hat er sich's verdient. Oh, ist das ein Gesterbe hier. Überall fallen. Guckt euch das mal an, da rechts. Wie da die Leute umfallen. In Massen. Ja, komm. Ist gut. Okay. Versuche ich nochmal B. Wo ist B? Oder A. A wird auch gerade wieder eingenommen. Oh, ist das alles scheiße. Mann! Er kommt einfach um die Ecke und ich bin tot. Ich bin jetzt 3-mal gestorben und habe nichts geschafft. Dabei lief es zwischendrin so gut. Die 20 Minuten in der Mitte, die möchte ich bitte gerne... Können wir den Anfang wegschneiden und jetzt das Ende? Die Mitte war echt gut. Tun wir einfach so, als wäre ich jetzt erst eingestiegen und später wieder... Und später dann wieder ausgestiegen aus der Partie. So, kommt jetzt. Lass mal taktisch hier irgendwas erreichen.
Ziel Bertha erobert. Irgendwo, wo ist denn der Sunny hin? Ach, ist der jetzt tot? Ich hoffe doch. Ich wünsche es ihm, dass er gestorben ist. Hinter mir ist einer? Die schießen auf irgendwen hinter mir. Aber ich sehe niemanden. Hier. Kann einen heilen. Heilung bringt Punkte. Ich mag heilen. Au. Nein, lade schnell nach. Ah, der ist tot. Oh Mann, ey, wir sind nicht mal mehr 100 Punkte zurück. Scheiße, das ist jetzt so ärgerlich. Ist echt schade, wenn wir das jetzt nicht noch umreißen können. Aber können wir nicht, ey. Wir haben noch 60 Punkte. Fuck, da ist ein Scharfschütze. Oh, da kann ich nicht lang. Hier ist übrigens unser kaputter Zug, ne? So viel zu unserem schönen Zug, den wir mal hatten. Kommt man hier hoch? Wir verlieren. Ja, aber wir verlieren nicht haushoch. Ich bin echt stolz auf uns. Also so als Team. Wir haben das echt gut hingekriegt, uns nochmal ranzukämpfen. Oh, aber egal wo ich langlaufe, ist immer irgendwo einer. Dieser blöde Wald. Der lag da echt um die Ecke rum. Können wir den jetzt mal bitte... Aber der ist schon tot, ne? Komm, Sunny, 11 Meter, 10 Meter. Hol mich. Was bist denn du für ein Sunny? Du blöder... Dödel. Ich will keine böseren Begriffe für euch finden. Aber blöder Dödel bist du auf jeden Fall. Okay, 980. Wir haben keine Chance. Wir müssten ihnen jetzt alle Punkte gleichzeitig wegnehmen, damit das noch klappen soll. Spoiler-Alarm. Das geht nicht. Ach, da kommt man nicht durch. Okay. Da kommen wir nicht durch. 6 Punkte noch. Aber immerhin. Yes, Niederlage. Nein, aber trotzdem cool, ey. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir lagen ja zwischendurch 500 zu 250 Punkte zurück. Und jetzt am Ende nochmal relativ knapp rangekämpft. Das hat richtig Spaß gemacht. Und das, obwohl ich die Karte echt nicht so geil finde, weil ich mag eher ein bisschen übersichtlichere Karten. Gerne, also können auch mit Natur und so sein. Gibt's ja mehrere Karten. Aber so ein bisschen mehr Gebäude, ein bisschen mehr Stadt, finde ich tatsächlich an der Stelle einfach schöner zum Spielen. Weil man klarer lesen kann, wo die Gegner sind, ja, und wo die Wege sind, wo einfach ein Weg ist, da einfach eine Straße in so einer eher städtischen Umgebung. Und das finde ich dann leichter lesbar. Verstehe ich dann einfach besser und habe auch das Gefühl, ich komme smoother rein. So, das war Conquest, die zweite. Wir machen jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit einer Operation. Welche, das sehen wir dann und wie das Ganze aussieht. Und ich hoffe, ihr seid dann natürlich auch wieder mit dabei. Vielleicht sogar im Spiel. Wäre schön. Aber wäre auch nicht schlimm, wenn nicht. Dann, wir spielen sicherlich nicht nur 5 Folgen oder 6, sondern... mehr als das. Battlefield 1 wird sicherlich uns noch ein paar Wochen begleiten. Also Leute, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.